Steigende Immobilienpreise und hohe Mieten machen den Traum vom Eigenheim immer attraktiver. Aber Hausbau ist ein wahrer Fulltime-Job und hat mehr als nur einen Stolperstein. Die wichtigste Hürde? Zuverlässiges und gutes Personal zu finden. Die Kredite sind aufgenommen, der Handwerker ist anbezahlt, das Bauvorhaben kann starten. Und plötzlich kommt der Handwerker nicht mehr. Genau das ist meinen Zuschauern, dem Ehepaar Lepke aus der Nähe von Berlin, passiert. Und was sie erlebt haben, ihr Zu- und Aufbau, ging gehörig nach hinten los. Ich bin im märkischen Oderland in Brandenburg. Unweit des Ortes Sachsendorf hat Familie Lepke ihr Anwesen. Sie wollten das Dach ausbauen. Aber statt von einem Ausbau berichten Lepkes von Chaos und Tränen in der E-Mail. Auf den ersten Blick ist davon nichts zu sehen, aber der ist ja oft trügerisch. Hallo. Hallöchen. Peter Giesel, guten Hallo. Tag. Hallo. Ja, aber von außen sieht das Dach doch okay aus bei Ihnen hier, das Haus. Ist doch alles gut. Das wurde in den 90er Jahren vom Vorbesitzer gedeckt, ohne dass der Dachstuhl gemacht wurde. Also, da ist kein Dachstuhl drin? Doch, Dachstuhl ist drin, es war der alte Dachstuhl. Kaputt. Ach so. Ja, schaut mal, wir können mal ansehen jetzt. Nachdem sich das Paar 2018 den Traum vom Eigenheim erfüllt hat, sollte der Dachausbau folgen. Die Tochter samt Schwiegersohn und Enkelkind sollen hier einziehen. Das Dach selbst war schon renoviert. Fehlt nur noch der Dachstuhl. Aber der Traum platzt. Guten Tag, hallo. Hallo. Noch ein Teil der Familie mit Nachwuchs. Genau. Ganz kurz, Sie würden hier normalerweise mit Ihrem Baby jetzt wohnen, oder? So war der Plan, ja. So war der Plan. Aber darf ich mal sagen, was ich hier über mir sehe, ist wirklich ganz alte Substanz. Ne? Ja. Also das ist, hat einige Jahrzehnte auf dem Buckel, muss also gemacht werden. Ja. Und dazu hatten Sie sich entschlossen. Erzählen Sie mal, wie lief das ab? Wir haben eine Anzeige über eBay Kleinanzeigen gemacht. Bitte helft uns, wir suchen einen Betrieb, der uns das machen kann. Eine kleine Baufirma aus Berlin meldet sich. Der Chef kommt persönlich vorbei und berät. Es sollte, wie gesagt, der Dachstuhl sollte komplett runter, sollte komplett neuer Dachstuhl, also das ganze Holz oben, also, die Ziegel wieder rauf, ja. Die Schornsteine neu, die Zwischendecke neu, die Wände neu, der Fußboden neu, Elektrik, Sanitär. Also schlüsselfertig. Alles. Schlüsselfertig. Schlüsselfertig. Darf ich fragen, was sowas kostet, das hier ausbauen zu lassen? Na, wir hatten einen Kostenvoranschlag von 157.000. Der stammt aus dem Oktober 2020. In stichpunktartigen Positionen ist zu lesen, was alles passieren soll. Schlüsselfertiger Ausbau bis Jahresende für 157.000 Euro. Doch alles kam anders. Warum? Was ist passiert? Ja, die Baufirma hat irgendwann, nachdem sie eine Summe erhalten hat, aufgehört hier zu arbeiten. Was habt ihr denen denn gegeben? Ein paar hundert Euro oder was? 38.134 und ein paar zerquetschte. Entschuldigung, ich muss mich kurz sammeln. Und was haben die dafür getan für das Geld? Die haben angeblich einen Dachstuhl bestellt, der aber hier nie angekommen ist. Es gab immer andere Ausreden. Mal hat der Kran nicht funktioniert, mal hat die Polizei nicht mitgespielt wegen dem Schwertransport. Aber was haben die wirklich gemacht konkret hier? Alter Balken hier, ja. Neuer Balken hier, wo ich drauf stehe gerade. Wieder ein alter, wieder Lehm, wieder ein alter. Hier liegt ein neuer und hier hinten dann gar nichts mehr. Ja. Also Leute, ganz kurz, wie viele Tage waren die hier? 3, 4, vielleicht nur 1, 2 Wochen? Ne? Nein, von Mai bis Juli haben sie hier gearbeitet, nachdem dann Geld geflossen ist. Ja, stark nachgelassen und dann irgendwann gar nicht mehr gekommen. Was ist denn mit dem? Wo ist der denn? Tja, der wohnt in Berlin und lässt sich verleugnen. Und ja, und wir stehen hier, stehen kurz vor der Privatwelt. Der Traum war ja, die Kinder sollen hier einziehen, die Kinder sollen eine Miete bezahlen und von der Miete soll die Rate getragen werden. Wir haben ja das Haus hier auch erst 2018 gekauft, das ist ja auch noch finanziert. Na klar verdienen wir gut, aber nicht so gut, dass wir 2 Finanzierungen uns, also. Die Mieteinnahmen von 650 Euro sollten den Kredit finanzieren. Aber keine Wohnung, keine Miete. Dafür laufen Bankraten und der Bereitstellungszins. Zudem haben Lepkes schon eine saftige Rechnung angezahlt. Nachdem der Bau im September 22 stockt, versuchen sie mehrmals, mit dem Handwerker in Kontakt zu treten. Aber jeder Kontaktversuch scheitert. Das kann auch wunderschön werden, ja. Wenn ich mir das hier ansehe. Aber wenn die 40.000 Euro weg sind, woher soll man den nächsten Handwerker bezahlen? Tja. Ich halte fest,
Geld ist geflossen, aber nur ein Bruchteil der Arbeit erledigt. Wohnen kann hier niemand. Aufgrund der Umstände hat Familie Lepke auch Anzeige gegen den Handwerker erstattet. Bisher ohne Erfolg. Was genau ist passiert für das viele Geld? Und war es das viele Geld wirklich wert? Diese Fragen beantwortet mir Heiko Kress, Baugutachter aus Berlin. Was sehen Sie? Hier Fäulnis, stärkste Fäulnis im Gebälk. Dann haben wir da drüben haben wir Holzwurm. Also es ist alles da, was an holzzerstörenden Eigenschaften eigentlich nicht gebraucht wird. Es gab einen Kostenvoranschlag. Ja. Und der lautete auf knapp 160.000 Euro. Erscheint Ihnen das realistisch? Was die, das komplette Dachgebälk erneuern anbelangt und letztendlich der komplette Innenausbau, geht er erstmal so weit in Ordnung. Okay, die 160 sind realistisch? Sind realistisch. Okay. Komplett, bezugsfähig. So, und jetzt sind davon 40.000, über den Daumen gepeilt sagen wir, geflossen. Die Liste der unterschiedlichen Posten ist lang. Eine Einzelkostenaufstellung für Material und Arbeitszeit fehlt aber. Ja, es ist sehr grob zusammengestellt. Also die Leistungsbeschreibung, die Bau- und Leistungsbeschreibung ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Meister macht es anders? Ja, definitiv. Ich fasse mal zusammen. Das, was bis jetzt geleistet wurde, können wir ja auch hier auf dem Blatt Schmierpapier eigentlich zusammenfassen. Fangen wir mal an. Also die Entsorgung. Die Entsorgung bzw. die Bauräumung. Entsorgung wäre wegfahren auf dem Wertstoffhof. Das hat ja gar nicht stattgefunden. Ach, dann schreiben Sie mal auf, Bauräumung. Also nur die Bauräumung, gell? Ja. So, dann hatten wir das Einbringen der Balken. Mit Einbringen meinen Sie ja eher Auslegen. Fixiert sind die ja noch nicht, oder? Genau. Ja, Auslegen die Balken. Von Balken. So, und dann haben wir noch ein paar Porotonsteine. Ah, da hat er versucht, eine Wand zu bauen hier, ne? Schau mal, da hat er mal für eine halbe Stunde gemauert. Okay, alles klar, das schreiben wir auch mit auf. Aber ansonsten, egal wie ich mich hier umgucke, ich entdecke eigentlich wirklich gar nichts, was der gemacht hat. Für spärliche Arbeiten bezahlten Lepkes mehr als 38.000 Euro. Weitere 3.000 als Vorschuss. Anzeige bei der Polizei ist raus. Was macht man aus Ihrer Erfahrung? Ich würde mich mit einem Anwalt, einem Baufachanwalt auseinandersetzen und dann auf Justitia hoffen. Die Dame hat aber allerdings eine Binde auf. Hätten Sie erwartet, dass der Typ so ist? Nee, nee. Aber einen Rechtsstreit kann sich die Familie nicht leisten. Die Lepkes sind nicht rechtsschutzversichert. Wir versuchen zu tun, was wir tun können. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber es muss ja irgendwas passieren. Da ist ein Kredit, hier ist ein kaputter Dachstuhl und da draußen ist irgendjemand, der ihr Geld hat. Und wir werden rausfinden, wo der ist. Danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Kann ich nur weiterempfehlen für Leute, die in so einer Situation sind. Familie Lepke setzt große Hoffnung in meine Arbeit. Ich will mein Bestes geben, um Ihnen zu helfen. In München sammelt deswegen meine Kollegin Selina alle Daten und Informationen zu dem kleinen Bauunternehmen. Und sie kontaktiert den Ein-Mann-Betrieb unter falschem Namen. Ihr Vorwand? Eine Bauberatung in Berlin. Denn dort mieten wir ein Büro, um hier angeblich Renovierungsarbeiten durchführen zu lassen. Natürlich von dem abgetauchten Handwerker, der Lepkes. Natürlich haben wir auch in diesem Fall alles versucht, um an das Unternehmen ranzukommen. Leider gibt es weder Geschäftsräume noch Werkstätten. Deswegen müssen wir den Herrn zu uns locken. Hier über mir im schicken Friedrichshain wird ein kleines Büro frei. Das muss aber noch gemacht werden. Also Wände, Böden und dergleichen mehr. Also genau der Job für ihn. Deswegen locken wir ihn genau hierher und kriegen mal ein Bild von ihm. Was ist das für ein Typ? Wie arbeitet der? Was verspricht er seinen Kunden? Welche Lieferzeiten und Kosten nennt er Lockvogel Selina? Unser kleines renovierungsbedürftiges Büro statten wir mit ein paar versteckten Kameras aus. Kameras sind, Sie sollen die ja auch nicht sehen, schön versteckt. Der Mann kommt gleich. Versuch uns mal ein Gefühl zu geben, was es für einer ist. Also insbesondere möchte er zum Beispiel eine Anzahlung haben. Für wen arbeitet er sonst noch? Laufen die Geschäfte? Wenn Zahlungsschwierigkeiten, darauf würde man ja einen Handwerker nicht ansprechen. Aber einfach mal ein bisschen reinfühlen. Ich sitze derweil im Raum nebenan und schaue zu.
Mit etwas Verspätung taucht der Handwerker der Lepkes dann tatsächlich auf. Kommen Sie rein. Also hier sind so mehrere Büros. Das hier ist es? Genau dieses hier. Das soll's werden. Hier. Den gesamten Raum wollen Sie neu? Ja. Jetzt ist die Frage, was genau man alles machen kann. Ich finde, die Wände könnten neu gemacht werden. Die Holzverkleidung weg. Ich finde, es bräuchte auch einen neuen Boden. Den Boden komplett raus? Ja. Da kann man eine Trittschalldämmung drauf machen. Okay. Kann ich ein frisches Laminat reinmachen? Kann hier vorne den Übergang zum Flur machen? Damit ist es zum Flur raus dann gerade. Ist ja auch ein bisschen eine Preisfrage. Naja, einständig gespachtelt, einständig laminiert, da sind Sie dann mit zwei etwa dabei. Ja, und wie würde das funktionieren? Muss ich in Vorkasse gehen oder geht das einfach auf Rechnung? Klar kriegen Sie eine Rechnung, die brauchen Sie bestimmt auch. Ja. Wie gesagt, wir würden das wahrscheinlich so machen. Hier wahrscheinlich alles rausreißen, die Wände schleifen und spachteln. Mhm. Wenn es dann gespachtelt ist, 50% der Summe und wenn es fertig ist, die anderen 50%. Okay. Ich kann gut verstehen, dass die beiden einen tollen ersten Eindruck hatten. Ja? Erklärt, was man hören muss offenbar. Was machen Sie denn sonst so, weil Sie gerade sagten, dass Sie von einer Großbaustelle kommen? Wir machen gerade ein paar mehr Familienhäuser, so 16 Wohnungen. Ja? Die Dächer, Innenausbau, den Rohbau auch noch, alles was so anfällt. Ah, also viel zu tun gerade. Ja, Bau ist nach wie vor voll. Ich habe gehört, dass es viele Lieferschwierigkeiten gibt. Ja, ja. Sind Sie davon nicht betroffen? Doch, sind wir natürlich auch. Zum Beispiel, wenn wir Dachstühle bestellen. Katastrophe. Ja, oh Gott. Genau, eine Katastrophe. Vor allem bei Familie Lepke. Sie sitzen auf ihrer Baustelle und warten, dass es endlich weitergeht. Handelt es sich wirklich um Abzocke oder ist die Situation anderen Umständen geschuldet? Der Traum war ja, die Kinder sollen hier einziehen, die Kinder sollen eine Miete bezahlen und von der Miete soll die Rate getragen werden. Genau dieser Handwerker war engagiert. Wie ein typischer Abzocker kommt er mir im ersten Moment gar nicht vor. Haben ihm die Lieferschwierigkeiten im Fall der Lepkes einen Strich durch die Rechnung gemacht? Misst gleich nach, legt Hand an, ja, das ist einer, der zupackt. Ich kann gut verstehen, dass Sie dem Vertrauen geschenkt haben, die Lepkes. Genau, Sie haben gesagt 2000 Euro circa. Mir wäre wichtig, schöner Boden, wirklich schöne Wände. Vielleicht können wir ja so verbleiben. Sie schicken mir was die nächsten Tage, sodass ich ungefähr weiß, wie der nächste Ablauf ist. Ja, rechnen Sie mal damit, dass wir innerhalb von 10 Werktagen inklusive Trocknungszeit mit allem drum und dran fertig sind. Dann machen wir das doch so. Vielen Dank, ich bringe Sie zur Tür. So. Ja, wie fandst du den? Wie hat er gesprochen über sein Geschäft? Also eigentlich, ich fand ihn ganz sympathisch. Ne? Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er schon weiß, was er tut. Also er hat ja auch erzählt, er hat jetzt im Endeffekt gar keine Probleme. Mhm. Er hat mir jetzt keine unmoralischen Angebote gemacht. Ne? Er meinte alles auf Rechnung, keine Vorkasse. Also summa summarum, dem würde man den Dachstuhl schon anvertrauen. Ja. Das haben wir ihn mal gesehen. Gut, dass wir wissen, dass es ihn A gibt, dass er seinem Beruf noch nachgeht. Das ist ja auch entscheidend. Das heißt, er wird Geld verdient. Jetzt müssen wir ihn nochmal konfrontieren, finde ich. Ich vor allem. Und bis dahin ist auch mal die juristische Situation mal zu klären. Weil eigentlich ist es doch glasklar, wer hier Recht hat, oder? Ob der Fall aber auch juristisch so eindeutig ist, will ich von dem Rechtsanwalt Alexander Brederek wissen. Sein Spezialgebiet? Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Sie haben sich's mal angeguckt, ganz im Ernst. Dieser Vertrag, ist es ein professionelles Schriftstück, was, ich sag mal, justiziabel ist, was rechtssicher ist? Justiziabel ist es sicher, rechtssicher und professionell ist es auf keinen Fall. Also das ist mehr als stümperhaft, das ist nicht vollständig und das ist auch schon in den wenigen Teilen, die hier geregelt sind, völlig unklar. Geld ist aber geflossen, nämlich für über 40.000 Euro. Da gibt es ein Missverhältnis. Das Geld ist ja gezahlt worden auf eine, ja, man könnte sagen Rechnung, oder jedenfalls auf ein Schreiben und explizit wohl gezahlt worden für bestimmte Materialien. Hier stehen diese Platten und hier stehen vor allem diese ganzen Hölzer, genau, die wir zumindest in dieser Zahl nicht haben sehen können. 38.000 Euro wollte er allein dafür haben.
Dafür könnte man klar sagen, wenn das dafür gezahlt wurde, das kann man hiermit beweisen, auf diese Rechnung in Anführungszeichen oder auf diesen Kostenvoranschlag wurde gezahlt. Und dann, wenn das dann nicht geliefert wurde, kann man insofern ganz klar sagen, ist diese Leistung rechtsgrundlos erbracht worden und kann natürlich zurückgefordert werden. Alle, die das sehen und sich jetzt sagen, um Gottes Willen, was ist, wenn das in meinem Dachstuhl passiert? Was sind die kurz gefasst wichtigsten Punkte, auf die man in so einem Fall achten muss, um da nicht zu landen wie unsere Zuschauer? Also ich empfehle zunächst immer, auch wenn das zurzeit gar nicht so einfach ist, auf Firmen zurückzugreifen, die am Markt länger tätig sind, die man im Internet recherchieren kann. Besser noch, wo jemand einem das empfohlen hat und sagt, mit dem habe ich schon dies und das gebaut. Das ist immer das Beste. Und dann macht man einen Vertrag. Und wenn man hier 160.000 Euro plus X investieren will, dann empfehle ich wirklich für den Vertrag auch ein paar Euro in die Hand zu nehmen und den professionell zu machen.